So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und wie man schon aus dem Videotitel heraus analysieren kann, befasse ich mich dieses Video mit Kommentaren, die ihr Zuschauer unter meinen Videos fleißig verfasst habt. Das letzte Video ist jetzt schon mehrere Monate her und damals hatte ich es angekündigt, dass ich eins machen werde. Jetzt habe ich es nicht angekündigt und werde jetzt einfach zufällige Kommentare nehmen, wo der Verfasser wahrscheinlich gar nicht wusste, dass er jetzt mal in einem Video landen wird. Ich hatte ja eine Abstimmung in dem Video gemacht, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt. Die klare Mehrheit war tatsächlich dafür. Und jetzt habt ihr ein halbes Jahr später den zweiten Teil. Einziger Problemfall bei der Sache ist, dass mein Humor, sag ich mal, wie dieser Kollege da unten ist. Starten wir einfach mit dem Video. Ich befasse mich mit den Kommentaren ab dem letzten Kommentare-Video und darunter fangen wir auch direkt, würde ich sagen, mal an, oder? Klingt doch super, oder? In dem Kommentare-Video hatte ich ja meinen heftig hyperheißen Hyper-PC gezeigt. Wir haben auch hier einen integrierten Lüfter. Das Platetto-Fakt dazu: Kannst du mir einen Amazon-Link für den krassen PC geben? Ich wünsche mir jetzt auch so einen zum Geburtstag. Das ist ihm zu privat. Unter dem Kommentare-Video und besonders eigentlich unter allen Videos werde ich immer extrem von euch gelobt. Das motiviert natürlich einen, immer weiterzumachen und da wollte ich mich für euch bedanken. Also, danke. Im darauffolgenden Video, dem 300-Abonnenten-Video, schreibt Gaming Julian HD: Komm auf von Mr. TrickXXL und habe mega beim Lüfter gemacht. Mega gemacht? So ein fettes Ding. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich was richtig, richtig Cooles. Ich war eben in einem Laden, hatte so einen neuen Schuhblock gekauft und da habe ich das hier gesehen. Danke für dieses Trauma. Broken Arts schreibt: Herzlichen Glückwunsch, du Lauchosaurus. Lauchosaurus? Was ist ein Lauchosaurus? Oh nein, der Lauchosaurus! Sollte ich zum Psychiater? LeZocker2 schreibt: Wo sind die Hater? Wo sind die Hater? Ich kann sie nicht finden. Jo, Mama, ich kann sie auch nicht sehen. Unter dem Multisport-Challenge-Video, hier ein kleiner Ausschnitt. Dann hier weiter. So Schreibt mein verehrter Freund Allseen2Go: Richtig cool, Koke, dieses Video ist einfach nur der Hammer. Vielleicht können wir mal ein Minecraft Let's Play machen. Das wäre cool. Oder ein anderes Video. Liebe Grüße, Allseen2Go. Mädels, Jungs, die anderen 60 Geschlechter. Wollt ihr, dass das nächste Video ein Minecraft-Video ist? Stimmt jetzt ab. Ja oder nein? Unter demselben Video schreibt Gecko-Echse: Sport. Komm schon, man sagt immer, Sport ist Mord und so, aber Sport ist doch gar nicht so schlimm. Man könnte unter Umständen meine Uhr hören, die ist so 200 Dezibel laut. Weiter zum Remarkaten-Video mit Zeno. Zeno, schau mal, hier gibt's Autismus zum Kaufen. Was? Oh my god. Darunter schreibt Janina: Ich bin eine Ananas. Ist mir schon mal aufgefallen, dass eine Ananas zu 50% aus Aas besteht. Mein Name auch. Wow. Unterm Trickshot-Video hier ein kleiner Ausschnitt. Das ist einer der besten. Schreibt Daisy: No Ketchup Boy, just sauce. Raw sauce. No Ketchup Boy, in deinen Videos siehst du aus wie 10 und in Real Life wie 27. Irgendwie kann ich eine Parallele zwischen der Minutendauer meines Videos und deinem Alter ziehen. Ja Leute, mich würde mal interessieren, an die Leute, die nicht wissen, wie alt ich bin, was glaubt ihr, wie alt bin ich? Hier habt ihr wieder Abstimmungen, ich weiß aber nicht in welcher Ecke, deswegen zeige ich immer beide. Problem gelöst. Catlin schreibt: Also beschweren kann man sich da ja weniger. Und zu guter Letzt schreibt unter dem Gamescom-Video Michael: Wieso lese ich unter vielen deiner Videos Cocky? Oder höre ich irgendwen, der dich so nennt? Ist das irgendwie ein Running Gag, den ich nicht verstehe?
Das erste Auftauchen des Begriffs Cocky in meinen Videos kam tatsächlich von Daisy, falls sich einer erinnert. Daisy Likes Food schreibt, yo Cocky. Ganz simpel, eigentlich nur ein Spitzname, den mir Daisy gegeben hat. Das heißt nicht, dass ihr mich so nennen müsst. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe mal, ich habe da den maximalen, keine Ahnung, was ich gerade sagen will. Nächstes Mal werde ich vielleicht wieder ankündigen, dass ihr Kommentare schreibt für ein Video. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr wollt, lasst dem Video ein Like und eine Abonnation da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen. Ich werde mich so im Schnitt schämen für mich selber.